Falls du günstige FIFA 15 Ultimate Team Münzen benötigst, um dir geile Teams zu bauen, dann schau mal in die Beschreibung. Da ist ein Link zu fifacoins.de, unserem Sponsor, der die niedrigsten Preise hat. Und wenn du auch noch den Coupon-Code SGTV eingibst, bekommst du 5% Rabatt. Servus Leute und herzlich willkommen zu der bereits 10. Episode von Mirallas Road to Everton. Ja, in der letzten Episode gab es ja einen Sieg für uns. Mirallas hat 2 Tore geschossen, weshalb es jetzt dann auch 3 Upgrades gibt. Und ja, man sieht hier schon im Hintergrund, Kehr wird eingefügt und Gueye das erste Mal. Und das ist jetzt eigentlich schon das komplette Lille-Team. Und ja, Gueye kam dann als dritter, weil er eben einen Inform hat, nochmal in den Waldhof und da nicht mehr allzu viele Spieler drin waren, bauen wir jetzt hier noch seine Inform ein, der dann ein zweites Mal als drittes Upgrade sozusagen gezogen wurde. Und ja, dann haben wir hier auch schon unseren Gegner. Und ja, wir schauen auch schnell sein Team an. Das ist ein schönes Hybrid mit Sterling, Sturridge und Depay vorne. Wird stark. Ja, die Weihnachtszeit ist jetzt so langsam dann vorbei. Ihr seht das Video jetzt, glaube ich, am 1., nachdem ihr schön gefeiert habt. Ich nehme das Ganze jetzt halt allerdings vorher auf, da wir dann beim Skifahren sind in der Schweiz an Silvester. Das wird auch relativ spaßig werden. Und ja, Weihnachten ist vorbei. Was habe ich so am 24. gemacht? Eigentlich war es recht chillig. Am 24. in der Früh habe ich dann nochmal ein bisschen was aufgenommen. Mirallas für euch den Ton, der dann am 25. kam, glaube ich. Und ja, dann eigentlich noch ein bisschen gezockt und so. Und ja, meine Cousine kam dann auch irgendwann mit meinem Onkel dann und meiner Tante. Und ja, dann gegen 4 Uhr sind wir dann langsam so in die Kirche gelaufen. Ja, halbe Stunde später waren wir dann circa da um 4:30. Haben dann da noch ein bisschen rumgegangen, die Leute begrüßt, die wir so kannten. Und dann um 5 ging dann der Gottesdienst los, war dann so ein Krippenspiel, was eigentlich das gleiche wie jedes Jahr ist, kannte ich eigentlich schon fast immer auswendig, da wo die so gesungen haben vom Kirchenchor oder sowas war das. Ja, und dann ging es dann irgendwann nach Hause, so um 6 oder so waren wir fertig, sind wir dann nach Hause gefahren. Ja, dann noch ein paar Vorbereitungen getroffen und ja, dann haben wir dann Raclette gegessen. War eigentlich ganz chillig, bisschen so Raclette, hat ein bisschen gedauert, ja gut, kann man dann schon mal warten. Die Geschenke lagen dann schon unterm Baum. Nachdem wir dann fertig gegessen haben, ja, haben wir dann so langsam die Geschenke geöffnet mit so einem Würfelsystem. Ja, würfelt, um welche Zahl das ist, da darf dann derjenige das Geschenk öffnen und ja, da saßen wir dann, haben einige Zeit, glaube ich, es hat relativ lang gedauert, bis dann alle Geschenke geöffnet waren. Und ja, dann war es das eigentlich auch vom 24. Haben da eigentlich nicht mehr viel gemacht. Paar Sachen noch angeschaut, die wir dann bekommen haben, aber sonst eigentlich nicht mehr viel. Am 25. ja, war es eigentlich voll chillig. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht, saßen nur zu Hause und haben die neuen Sachen ausprobiert. So ein bisschen GTA gesuchtet. Und ja, am 26. ging es dann nochmal zu Oma und ja, nachher war da auch schon die Weihnachtszeit, die Feiertage vorbei. Ja, jetzt geht's wie gesagt dann schon noch zum Skifahren über Silvester in die Schweiz. Ja, denke ich, wird auch ganz chillig werden. Ja, und dann kommt dann irgendwann schon wieder die Schule. Ja, jetzt schauen wir hier mal gerade ins Gameplay rein, wo Mavuba gerade das 3:1 für uns schießt. Allerdings liegen wir leider schon hinten. Das war da Sturridge einfach mal und Depay die Abwehr richtig auseinandergenommen haben. Und ja, das sieht eben bisher nicht so gut aus. Hier kriegen wir jetzt einen Freistoß, der natürlich von Mirallas ausgeführt wird. Er zieht sich schon den Abwehrspieler hinter und das hat er auch gut gemacht. An der Fünferlinie klärt dieser mit dem Kopf, sonst wäre der schön aufs Tor gekommen. Der Freistoß von Mirallas, ja. Er spielt dann den Ball wieder raus und hier 10 Minuten später gibt es dann nochmal einen Freistoß und die gelbe Karte für den Gegenspieler. Und ja, wir probieren den natürlich erneut mit Mirallas. Relativ gleiche Position wie zuvor, aber diesmal geht der Ball deutlich über den Kasten. Nicht so gut wie der erste, aber naja, es kann auch nicht jeder Freistoß aufs Tor gehen. Dann haben wir jetzt hier nochmal Mirallas mit einem Longshot, aber Handanovic hat den sicher in der Hand, wirft ihn dann raus und ja, dann kommt der Ball durch Umwege wieder zu uns, aber hier jetzt die Ecke. Mirallas
geht nach außen, aber da kommt jetzt die Grätsche. Mirallas kriegt den Ball aber erneut und hält einfach mal drauf. Andanovic kriegt er noch einen Finger hin. Und auch beim Nachschuss hat er die Finger noch dazwischen und erklärt zur Ecke, die ausgeführt wird von Mirallas. Der spielt kurz auf Barca und der nochmal auf Mirallas. Und was macht Mirallas jetzt? Der geht in den Strafraum, wartet da ein bisschen zu lange, bis der Gegenspieler da ist. Und dann hat der Gegenspieler den Ball bereits an sich genommen. Hier jetzt nochmal schön durchgepasst von Depay, leider zur falschen Seite. Sturridge macht das Ding dann durch den kurzen Pfosten. Am kurzen Pfosten haut er das Ding einfach mal rein um Enyama herum. In der 85. Minute. Ja, und das ist dann jetzt eigentlich schon fast die Entscheidung, muss man sagen. 4:1, 85. Minute, Sturridge macht das hier. Schön, das muss man dem Gegner lassen. Gutes Zuspiel von Depay zuvor. Und dann Sturridge finesst das Ding um Enyama herum und zum 4:1 jetzt. Mal schauen, ob da Mirallas seine Männer nochmal anfeuern kann, dass sie noch was hinkriegen. Und Mirallas hat jetzt hier den Ball zugesteckt bekommen. Was macht er? Er geht hier schön vorbei am letzten Spieler und haut das Ding rein in der 89. Minute. Naja, viel wird das jetzt auch nicht mehr bringen. 4:2, das ist Ergebnisverschönerung. Anfang der 90. Minute und naja, aber auf jeden Fall nochmal schön von Mirallas, wie er hier durch alle durchgegangen ist und dann das Ding einfach mal reinhaut. Der Gegner jetzt hat versucht nochmal durchzugehen, aber der Ball wird abgenommen. Nolan Roux schnappt ihn sich und läuft es einfach mal um alle durch. Leider ist er nicht der Schnellste und kommt deswegen da nicht durch, aber er hält gut drauf. Handanovic kann ihn nur abprallen lassen. Und Mavuba jetzt hat haut den Longshot raus, aber Mavubas Spezialitäten liegen eher in der Defensive, nicht in Schießen. Und deswegen geht der Ball hier auch deutlich über den Kasten drüber. Dann Mavuba attackiert den Spieler, allerdings kriegt der Gegner den Ball, steckt ihn zu lang durch und Enyama hat ihn dann hier, spielt er kurz auf Kehr und der leitet weiter auf Martin. Martin, der geht jetzt erstmal und schickt Nolan Roux. Nolan Roux, der wartet kurz, Origi kommt mit, der spielt nochmal Roux in den Pass und dann Direktabnahme, schön links unten ins Eck von Nolan Roux. Der kann was, der Kerl. Allerdings ist das jetzt zu spät, die Aufholjagd hat zu spät begonnen. 4:3. Und da wird wahrscheinlich nichts mehr rausgehen können in der Nachspielzeit. Jetzt hier das 4:3, ja. Der Gegner hat den Ball, nach dem Anstoß haut er den Ball einfach mal aufs Tor von uns und dann pfeift der Schiri schon ab. Ja, schade, die Aufholjagd war ein bisschen zu spät und deswegen, ja, gibt's dann leider keinen Sieg für uns. Allerdings haben wir ein Upgrade in der nächsten Episode. Das wird ein Saint-Étienne-Spieler sein, weil wir jetzt ja Saint-Étienne dann Verein aufbauen werden. Ja, wer das ist, schaut in der nächsten Episode rein. Ich bedanke mich beim Zuschauen bei euch und ja, wir sehen uns dann. Frohe Weihnachten, die sind jetzt schon vorbei. Guten Rutsch, bis dann. Ciao.